Hallo Internet, hallo Olaf. Schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für dieses Insurgency Sandstorm Big Money Domination Video. Ein zeitlich begrenzter Spielmodus, der im Moment in Insurgency aktiviert ist. Ich finde, der ist wirklich ziemlich cool. Er dauert jetzt noch 11 Tage. Sollte man sich reinziehen. Macht sehr viel Spaß, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ist eine coole Abwechslung zu Escape from Tarkov oder anderen Shootern. Und um ehrlich zu sein, ich wollte mal wieder ein Insurgency Sandstorm Video machen. Und habe jetzt mal diesen Big Money Domination Modus als Anlass genommen, mal wieder ein Video zu Insurgency rauszuballern, weil ich finde es sehr cool, dass NWI neue Mutatoren für ihr Spiel rausbringt. Ich weiß nicht, vor kurzem war es mal irgendwie Revolver Only und solches Zeug. Sind jetzt nicht immer unbedingt meine Favorite Gameplay Modi, aber es bringt doch immer wieder ein bisschen Abwechslung ins Spiel und Abwechslung ist eigentlich eine sehr gute Sache, vor allen Dingen in so einem Game wie Insurgency Sandstorm. Ich habe in der letzten Zeit immer mal wieder öfter Kommentare gehabt, die sich aufs Modding beziehen, wenn wir es schon von Abwechslung haben. Und ja, es ist halt wirklich ein Pain in the Ass, Leute. Ich weiß, Insurgency, der erste Teil damals, ist halt mit der Source Engine gemacht worden. Da ist es einfach so, dass die Steam Workshop Integration absolut einfach ist und super easy funktioniert. Dann ist NWI hingegangen und hat das Spiel auf die Unreal Engine umgestellt, mehr oder weniger, oder haben halt eine Insurgency-Version gemacht mit der Unreal Engine, was dann eben Insurgency Sandstorm wurde. Und da ist diese Integration in Steam eben nicht so gegeben. Deswegen sind sie den Weg gegangen über Mod.io, was halt nicht sehr benutzerfreundlich ist, was nicht so seamless, wie das mit der Steam Workshop-Version ist. Das liegt einfach an der Engine des Spiels, dass das so gehandelt wird. Leider Gottes ist es so. Und auch das mit der Konsoleneingabe und dass man Mods nicht direkt aus dem Menü aus starten kann direkt, ist auch nicht sehr benutzerfreundlich. Ja, checkt unbedingt mein Modding-Video aus zu Insurgency Sandstorm, wo ich das Ganze ein bisschen erkläre. Wenn ihr da immer Fragen habt, kommt gerne in den Discord. Fragt es mich direkt, könnt mir direkt eine PM schreiben und ich probiere euch dann da aus der Patsche zu helfen, wenn ich kann. Ich muss manche Sachen natürlich auch selber googeln und weiß ich selber auch nicht. Muss ich auch immer nachgucken. Teilweise sind die Sachen halt wirklich sehr komplex und die Probleme sehr individuell. Deswegen ist es natürlich nicht immer so einfach. Oder eben schreibt es unten in die Kommentare oder checkt die Steam-Foren vom Spiel. Da gibt es auch immer wieder Hilfe für solche Dinge und für solche Themen und ja, von daher. Die Community ist da und hilft euch bei euren Problemchen und Wehwehchen zu Insurgency und zum Modding. Allen voran natürlich das mit dem ISMC-Mod, der natürlich auch jetzt wieder ein Patch gehabt hat, werde ich demnächst auch mal wieder reinschauen. Vielleicht, je nachdem, gibt es mal ein Update-Video, weil ich weiß, es gibt jetzt, glaube ich, auch die PvP-Version davon von ISMC. Ich glaube, die Binford, ISMC Binford heißt das. Ich muss da selber erst nochmal reingucken, wie das Ganze funktioniert, was da passiert ist in letzter Zeit. Ich bin aber sehr positiver Dinge, weil ISMC war schon eine sehr geile Mod. Außerdem werde ich natürlich weiterhin auch andere Mods noch testen und mir angucken. Allen voran natürlich Karten, die released wurden für Insurgency Sandstorm. Da habe ich gesehen, gibt es ein paar recht nice neue Maps, die ich unbedingt mal auschecken will. Und was ich bei den Videos mache, ist, dass ich euch dann am Anfang auch zeigen werde, wie ihr die Karten starten könnt, ohne dass ihr da irgendwelche komplizierten Anleitungen lesen müsst. Könnt ihr einfach das Video angucken. Am Anfang seht ihr direkt, wie ich die Karten selber starte, sodass ihr die Maps dann natürlich auch selber spielen könnt, erleben könnt und hoffentlich auch Freude dran findet, so wie ich, mal wieder eine Runde Solo Insurgency Sandstorm zu spielen. Zum Konsolenrelease gibt es leider auch nicht sehr viel zu sagen von Insurgency Sandstorm, was sehr schade ist. Die Entwickler beharren immer noch darauf, Ende Sommer bekommen wir neue Informationen, was die Konsolenversion angeht von Insurgency Sandstorm. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt in Sachen Ego-Shootern und Taktik-Shootern, dann abonniert doch gerne kostenlos den Kanal. Das Video ist ein bisschen random, ich weiß, aber muss auch mal sein. Ein bisschen Randomness kann nicht schaden, um mal wieder hier den ganzen Brei ein bisschen aufzulockern und euch ein bisschen Abwechslung zu geben im Content. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber der Sandsturm in dir ganz besonders. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Watch me! I'll be up here!
I'm loading up the tango! Enemy at Alpha!